Hi, ich bin Max und ich erzähle euch meine Erfolgsgeschichte von Die Kunst, dein Ding zu machen. Ich war dieses Jahr in Halle dabei und in Landshut und in Kempten und ich habe im Prinzip keinen finanziellen Erfolg oder irgendwas, weil ich mich darauf gar nicht fokussieren konnte, weil ich diesen Fokus noch gar nicht habe. Aber ich habe zu mir gefunden und warum das so besonders ist, das erkläre ich euch jetzt. Ich erzähle euch ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin 23 Jahre alt und ich habe eine ziemlich suchtbelastete Vergangenheit. Und speziell für süchtige Menschen ist es unheimlich schwer, nicht nur den Entzug zu machen, die Therapie und clean zu sein, was heißt clean, beziehungsweise eher frei, sondern zu sich zu finden, was die Rückfallwahrscheinlichkeit auf null senkt. Wenn man bei sich ist, ist man frei und wenn man frei ist, braucht man keine Suchtmittel mehr. Ich war 7 Jahre spielsüchtig, automatenspielsüchtig und das war meiner Meinung nach auch die schlimmste Krankheit von den ganzen Suchtkrankheiten. Ich war 3 Jahre auf chemischen Drogen, wo ich beinahe wirklich gestorben wäre, wirklich draufgegangen wäre. Und ich habe Kette geraucht, also 6 Jahre geraucht, 2 davon Kette. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Ja, war ich auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und irgendwann mal haben mir halt dann die Ärzte gesagt, dass ich eine Depression habe, was natürlich nichts anderes war als ein Hilfeschrei von meinem Körper und von meinem Geist, der sagt: Hallo, hör mal auf, geht's noch, mach mal was anderes, hör auf, dich so zu vergiften und dich so kaputt zu machen. Und ich habe mich selber befreit. Ich war clean. Das heißt, war, ich bin clean. Ich bin stabil. Aber ich habe nicht zu mir gefunden. Und das ist das schlimmste Gefühl meiner Meinung nach, das es gibt. Ich habe wirklich 3 Drogenentzüge kalt hinter mir. Das ist ein Witz. Das ist nichts gegen das Gefühl, keinen Kontakt zu sich selber zu haben. Ich habe alles probiert. Ich hab übermäßigen Sport probiert. Ich habe Therapien, Psychologen, hast du nicht gesehen, ja, die dann in deiner Vergangenheit kramen und die dann noch bestärken und dann meiner Meinung nach überhaupt nichts bringt. Und dann war ich beim Christian auf dem Seminar und habe mir am Anfang gedacht, ja, das ist schon alles witzig und tanzen und hier und Chakalaka. Aber dann habe ich ihm zugehört und habe hingehört und er hat geredet direkt in mein Herz. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man 7, 8 Jahre lang, auch als 23-Jähriger, das ist so eine lange Zeit, ja, diesen Kontakt zu sich selber nicht mehr hat. Und was auch der Grund ist, warum sich viele Menschen umbringen, weil sie sich selber nicht mehr spüren. Die bringen sich nicht um, weil sie so traurig sind, sondern weil sie taub sind. Und das ist für mich nie in Frage gekommen. Aber ich wollte auch so nicht mehr weiterleben. Ich musste irgendwas ändern. Und der Christian hat diese Gabe, ja, diese Authentizität. Er redet und er ist echt. Und ich fühle das, ja. Und ich habe einfach bei seinem Seminar die Kunst, dein Ding zu machen. Ich hab zu mir gefunden. Ich habe den Lebenskonflikt mit meinem Vater gelöst, was der Urkern meiner Sucht war. Ich habe meine komplette Problematik auf den Kopf gestellt und habe wieder den Kontakt zu mir selber, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen. Ich habe alles wieder bekommen, ich habe alles wieder gefunden. Und Christian, danke. Du hast wirklich eine richtig gute Arbeit gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist, ich habe hier auch für all die Leute, die wissen wollen, wie das aussieht, wenn man den Kontakt wirklich zu sich verliert. Ich habe lange überlegt, ob ich das in dem Video zeige, aber ich werde es zeigen, definitiv, weil ich stolz bin auf meine Vergangenheit, dass ich sie überwältigt habe. Und so sieht es aus, wenn man den Kontakt komplett zu sich verliert. Das ist ein Bild von mir 2015. Und ja, was soll ich sagen? Keine Macht den Drogen. Lasst die Finger von den Drogen. Und wenn ihr wirklich Probleme habt, dann geht zum Christian, arbeitet an eurer Persönlichkeit. Es ist alles, was euch am Ende noch bleibt, ja. Es ist nur eure Persönlichkeit, ja. Ihr könnt so viel Geld haben, wie ihr wollt, aber wenn ihr keinen Kontakt zu euch selber habt, dann ist das egal. Das ist unwichtig, ja. Hier habe ich noch ein Vergleichsbild, auf was ich persönlich ziemlich stolz bin. Ups. Hier. So. Schaue ich ein bisschen ernst, aber das ist reiner Fokus hier in meinem Blick. Und naja, wenn man überlegt, was Persönlichkeitsentwicklung ausmacht, ja, schau mal einmal hier so, wenn ich jetzt gerade ein bisschen gestylt bin und ein bisschen nett schaue, dann schaue ich so in die Kamera, ja. Ihr könnt euch selber entscheiden, welches Leben ihr wählen wollt, ja. Entweder ihr geht den kaputten Weg oder ihr fangt an, dass ihr Gas gebt. Ihr fangt an, dass ihr ins Fitnessstudio geht, ihr fangt an, dass ihr zum Christian auf die Seminare geht und euch wirklich helfen lasst. Christian, das geht noch an dich. Danke, danke, danke. Du hast wirklich mein Leben verändert und ich weiß nicht, ich kann nicht mehr sagen, als ich liebe dich. Danke, du bist ein toller Mensch.